Hallihallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zum heutigen Video. Heute spielen wir das Spiel Monster Hunter Stories 2. Wenn euch das Video gefällt, lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Hallihallo meine lieben Zuschauer, ne? Und herzlich willkommen zurück. Jo, beim letzten Mal haben wir das Rathalos-Ei bekommen. Ich hoffe, ich habe die letzte Folge jetzt so zusammengeschnitten, dass sie eine geworden ist und nicht zwei, weil die Aufnahme ging 40 Minuten und drüber und ich will maximal so 30 Minuten. So, warum habe ich kein Vieh hier stehen? Ach so, weil die auf meinem Vieh gesessen hat. Ich dachte, die hat ein eigenes. Oh, ein Lutrop. Komm her. Dich haben wir noch nie bekämpft. Ah, das Mädchen kämpft auch nicht. Blockieren deine Fähigkeiten? Das Vieh blockiert mich. Gleichstand. Spawn Speeder. Eis weg mit dir. Ich habe mein Gegengift noch gar nicht auf Schwellen benutzt. So, natürlich werden auch verschiedene Waffen ausprobiert, um zu gucken, was gegen Lutrops stark ist. Schnittwaffen jedenfalls nicht. Doppelangriff! Komm! War Hammer effektiv? Ja. Ich will aber noch Bogen ausprobieren. Mit einer Giftbeschichtung! Nee. So. Einfach um mehr Material zu kriegen. Kacke, verdammt. Ich kam nicht mehr dazu. Also unser heutiges Ziel ist es ja eigentlich, das Dorf zu finden. Ruto hieß das, glaube ich. Oh. Liegt ja richtig schönes Zeug. Okay, da oben will ich hin. Hier kann ich nur einen Lutroff verprügeln. Wahrscheinlich damit auch irgendwo ein Königslutroff. Im Übrigen, das hat vielleicht keiner gesehen, aber im Anfangsdorf da lag in irgendeiner Ecke die ganze Zeit ein Lutroff rum. Oh, hier ist wieder so eine Katzerwanne. Hier könnte ich speichern. Oh, ich habe irgendwo eine verpennt. Obwohl, das wäre die im Wald gewesen, aber die wollte ja irgendwie nicht. Also ich könnte zum Dorf Mahana so zurück. Aber wir wollen ja das neue Dorf finden. Oh, nicht. Oh, Slaktoffe. Ich habe sogar einen Überfall geschafft. Das ist, wenn ich die von hinten erwische. Dann können die sich nicht wehren. So. Geschwindigkeit. Hätte auf einen Doppelangriff gehofft. Die Waffe ist effektiv. Merke ich mir. Bogen. Ich will das halt alles dreijähriges Ziels haben. Deswegen mache ich das so. So, hoffentlich kann ich dich vergiften. Ich hab's vergiftet, auf jeden Fall. So. Und jetzt auch einmal mit dem Hammer drauf. Ich habe ja gesehen, womit der angreift. Also bisher funktioniert alles gegen den. Oh, noch ein Doppelangriff. Krieg ich richtig viel Zeug. Gleich zwei neue Viecher in einer Folge.
Das ist doch was. Auf der anderen Seite von diesem Berg gibt es... Ah nee, unten am Strand gibt es eine Kiste. Einmal nochmal runter. Hat da unten eine Kiste nicht mitgenommen. Damit den Bullen komme ich so schnell runter. Oh, Steinchen. Und was ist in der Kiste? Heldenhafter. Schnelle Heilung. Ich muss eben mal kurz, bevor ich es wieder vergesse. So. Ausrüstung. Maximale TP. Verstärkt Angriff Max plus. Also hier hätte ich mehr Angriff, wenn ich 50% Leben habe plus. Auch den Angriff kann ich mehr gebrauchen zurzeit als das Leben. Das ist nicht wirklich ein großer Lebensboost ist. Ich will den Lutrof hier noch fertig machen, einfach fürs Material, für die Königslutrof-Waffe, Rüstung etc. So Leute, wieder nach oben. Find's geil, wie durch man sprinten kann. Lauf, Bulldrom, lauf! Schalt ja nie an! Einfach der Megasprint. Oh, Yagis! Ich krieg dich! Du brauchst nicht wegrennen! Kleinen Yagis sind die Menschen, ich weiß, Yagias sind die Weibchen. So. Die gehen auch auf Geschwindigkeit. Das heißt, ich hole jetzt Techniker rein. Also zuerst wechsle ich meine Waffe. Müssen ja alles drei registrieren. Danach kann ich die verprügeln, wie ich lustig bin. Aber vorher, ach, ich kann gerade eh keine Fähigkeit einsetzen. Das Schwert funktioniert auf jeden Fall gut gegen die. Und ein Doppelangriff. Zusammen mit Sunny. Oh, das hat ihn umgebracht. Du Lusche. Richtig viele Yagi-Schuppen. Was anderes haben Yagis auch nicht. Na gut, sie haben noch diese Reißzähne. Ach komm, die mach ich auch noch platt. So, beide tot. Nitro-Pilz eingesammelt. Was finden wir hier? Hoffentlich richtig guten Scheiß. Wir sind in Alcala. Oh. Ich sehe schon Groß-Yagi. Und Yagias. Da ist der Königslotrof. Wie ich es vorausgesagt habe. Wow, Alcala ist riesig. Ja, wie sollen die uns hier finden? Wir müssen durch den Wald auf der linken Seite. Kann ich einfach runter? Ja, kann ich. Das tut mein Monster auch überhaupt nicht weh. Sprinte, mein Bulldrom, sprint! Dann halt nicht! Oh, das Ei rastet aus. Hey, is everything okay, buddy? How's the egg holding up? Oh. It looks and smells nice and healthy.
It's sure to become a claudacious Rathalos. I can't wait to meet the little guy. Yes, neither can ich auch. Ich will auch den Rathalos sehen. Aber das hört sich nicht schön an. Hey, what's that? Etwas, das mich umbringen will. Wir müssen Anna retten. Keine Ahnung, was er mit ihr vorhat, aber wir holen sie zurück. Auch wenn sie mir keine Hilfe war. Ja, wir müssen sie retten. Da hast du recht. Wir werden sie retten. Oh, erstmal sprint los. Okay. Wir sind im Auswald von Ethule. Ich werde übrigens aufgehen, wahrscheinlich nochmal zur ersten Insel zurückgehen, einfach weil ich die eine Quest mit den Pilzen oder besser gesagt mit dem Gute abschließen will. Jetzt winken wir erstmal Gakwa um. Hier prügeln wir die Scheiße raus. Ja, warte ruhig ab. Ich prügel dich so lang. Windelweich. Sei einfach nur Bauernopfer. Wenn du mich fragst. Ich brauche einmal eine Fähigkeit pro Kampf, um mehr Sachen zu kriegen. Und ich merke mir Technik. Heißt, weg mit dir. So, hauen ihm aufs Mütze. Bam! Ich glaube, die meisten hier sind auf Geschwindigkeit. Ich sollte den Bullen nicht mehr anfangs im Kampf benutzen. Tausch den mal eben kurz. Warte. Ben, let's go. Ist hier oben was Schönes? Nö. Warum steige ich ununterbrochen ab? Bin ich doof? Oh, Steinchen! Pilze, den Stacktopf lasse ich in Ruhe. Und eine schicksalshafte Begegnung. Hoffentlich finden wir sie wieder. Found ya! Don't worry, Anna. We're here to save you. No, wait. Huh? It's okay. Wer bist du? Kinship Stone. Red? No. Of course not. This is one of Red's descendants. We met on Hakolo Island. Was ist so besonders an dem Stein? If you just told me you were going to Hakolo Island. I've been worried sick, Anna. I thought you had been kidnapped or Lass mich raten, dein Bruder? Huh? What's going on? This guy's a friend of yours, Anna? Yes. He's from Ruto as well. My apologies for surprising you. I'm Alwyn. My duty is to keep our village secure. Well, it looks to me like we might have gotten off on the wrong paw, huh? I'm Naviru, and this is my buddy, a writer from Hakolo Island. Pleased to meet you. Ich kennenzulernen. I'll show you to the village. This way. Come, let's go. Dachte, er will mir den Arsch aufreißen. Also die Katze will's. Target spotted.
The moon's blessing is with me. Du bist doch normalerweise für das Glück für mich zuständig, wenn ich hier Amiibos reingebe. Konnte ich übrigens heute noch nicht machen. Ach, alles gut, ist ja keiner verletzt. Solange keiner verletzt ist, ist es mir vollkommen Wumpe. Hier ist das Dorf Ruto. Rein da. Dieses Gebäude wie ein Frosch aussieht, finde ich schon mal gut. Hoffentlich kann ich hier mega viel neues Zeug kaufen. Okay. Wo ist denn das Haus des Ältesten? Ja, ich werde mich sofort umschauen. Ach ja, bei den Eiern muss ich ein paar Billo-Eier noch wegwerfen. Ja, die beiden Eier eigentlich. Ich weiß nicht, ob ich gezeigt habe, wie ich die Eier gesammelt habe. Aber bisher habe ich die Folge noch nicht geschnitten. Die letzte Leidenschaftspille. Heilt einen Verbündeten von Fähigkeiten oder Typsiegeln und schützt ihn vor diesen Status 3 Runden. Ja, komm, kaufe ich mal 10 von. Vielleicht kann ich sie irgendwann gebrauchen. Ich kann Kräuter kaufen, brauche ich aber nicht. Ich habe zigtausend. Farbbälle. So. Jetzt habe ich 20 von denen. Ich habe nämlich nicht gerade Glück, was das Sammeln der Items dafür eingeht. Bindungssteinstufe. Wenn deine Bindung mit deinem Monster und Kampfgefährten stärkst, erhöhst du die Stufe deines Bindungssteins. Das erlaubt es dir, schwierigere Nebenquests für bessere Belohnungen anzunehmen. Okay. Leute, jetzt kann ich das hier aufgeben. Ich nehme eh alles an. So. Was habe ich jetzt hier bekommen? Muskelfleisch. Hier muss ich Teile brechen, Ruto gut finden, was mich wahrscheinlich auf die Palme bringen wird. Ahana-Raritäten, Conchus kann ich so umbringen. Und gibt es eine neue Prüfungsquest? Ja. Mit einem Arzuros und Kuropeko? Und einem Königsloot drauf. Das packe ich im Leben noch nicht. Okay, eine Ebene höher. Gibt es auf jeden Fall was zu kaufen. Hier ist der Schmied. Hole ich doch direkt mal noch neuen Waffen. Das ist, glaube ich, vom... Ja, vom Anjanaf. Und die ist deutlich stärker als meine jetzige. Ich nehm's. Wo ich würde es nehmen, aber ich kann es mir immer noch nicht basteln, weil ich von dem unteren irgendwas brauche. Wie steht's um Rüstung? Brauche ich auch irgendwas dafür. Also Anjanov soll ich eigentlich noch gar nicht haben. Dann bessere ich eben kurz meine Waffen aus. Bis gleich. So, ich habe meine Waffen jetzt ein bisschen ausgebessert. Hier ist die Karte für Online-Sachen. Ich weiß, dass es bisher kein Update gab und demnach auch keine neuen Event-Sachen. So, dann gucke ich jetzt meine Ebene weiter oben. Aber nicht hier, sonst bin ich direkt bei dem Typen, wo ich hin soll. Kann ich woanders auch hoch? Ja.
Interessiert noch, was dieses Geschäft da oben rechts war? Hier. Oder ist das jetzt der Ort, wo ich Katzen... Ah, Manix GmbH ist das. Ja, ich habe keine weiteren Kronkorken gesammelt, ne? Aber schön, dass ich für das hier nicht bedingt zurück nach Mahana muss. Leviathan-Monster. Das sind wahrscheinlich die Monster, die im Wasser leben. Da kamen auf jeden Fall ein paar hinzu. An welches Vieh erinnert mich das? Welche Rüstung kann ich mir hier noch holen? Vom Kerrawacher die Rüstung? Warum sollte ich die haben wollen? So, und wo kann ich hier wohnen? Weiß ich noch nicht. Okay, dann gehen wir mal zu dem alten Opa. Wir bauen ja ein Haus hier. Zumindest ein Ort, wo wir pennen können. Grandfather, my apologies for worrying you, but... Oh, ehrlich, ist gut, Island. Oder? What were you thinking, running off to Hakolo Island like that? Das interessiert mich, warum du überhaupt da warst. He wanted his old kinship stone taken there. Okay. And you crossed the sea on your own, just for that? Offenbar. Zellert, this is the rider from Hakolo Island. Ich habe übrigens die Rüstung um einen aufgebessert. Der wirkt nicht glücklich. Ich sehe ihn ein bisschen ähnlich, aber nicht wirklich. Ich könnte eine Bleibe gebrauchen. And where did you procure this? Guardian Ratha gave it to me. And then you brought it here? I had no choice. There are hunters after it. Please, let's keep the egg here, just until it hatches. Ja, ich würde das gerne hier irgendwo schlüpfen lassen. Indeed. Descendant of Red, do you know of the rite of channeling? Nope. I see. So you have come here without having completed the rite. You are inexperienced as a rider and have nowhere near the power held by your grandfather. You are capable of forming a bond with the monster in this egg. What? Danke fürs mich fertig machen. Of the wings of ruin. Legend speaks of Razewing Ratha, a monster so powerful it can bring ruin to the world with every beat of its wings. Some even say it was such a monster that laid waste to the village that once stood on this site. Hier stand noch mal ein anderes Dorf. So you're saying that inside this egg. It matches the description of the egg in the legend. But... Hey! Quit yanking my tail! You don't seriously believe all that! You can't just decide the monster's gonna be evil before it's even born! Da hat Naviro nicht Unrecht. I know. It doesn't exactly sound fair. However... Should this Rathalos hatch and awaken to its destructive power, you will be to blame for what happens. Okay. Are you prepared to take that risk? Natürlich. Buddy! It's a rider's duty to protect the egg they've been entrusted with, no matter what kind of egg it may be. Ich werde dafür sorgen, dass es keinen Unsinn baut. I confess,
I am curious to see what the young one can accomplish with Red's. Ich sehe keinen Unterschied zwischen den Steinen, den ich jetzt habe und denen, den ich davor habe. Grandfather. Müsst ihr noch mal ganz genau hingucken. Für mich ist das ein Steinchen. You can do this. Come on, let's get this little guy hatched. Wo kann ich hier denn überhaupt Eier ausbrüten? Ich habe endlich ein Haus bekommen. Es ist da unten. Wo ist die Treppe? Da. Anna hat sich umgezogen. Man hat sie sich umgezogen. More importantly, we need to focus on learning about the rite of channeling. Of course. The rite will help prove to everyone you have what it takes to succeed. Keine Sorge, ich schaff das. I'm sure you can too. Here, you can use this room while you're here. It was Red's room years ago. Ah, okay, ich krieg das Zimmer von meinem Großvater. Yes. Red was the first human ever to visit Ruto Village. Wir sind ja Weifrianer. Oh, right. Your Gramps talked about owing Red big time for something he did. Was hat Red denn gemacht? I'll tell you that story later. For now, please try to get some rest. Ich würde gerne auch einmal zu den Stallungen, ja. Ich kann jetzt mein Haus benutzen. Oh, ich habe Annas Outfits irgendwie bekommen. Ich kann sie hier einstellen. Ja, das habe ich bekommen, weil ich das Spiel vorbestellt habe, das Kamura-Mädel-Outfit. Ein weißes Kleid und das. Ich finde, das hier sieht am schönsten bei der aus. Aber hier auf den Naviru was? Nö. Und ich könnte halt mein eigenes Aussehen hier nochmal bearbeiten, wenn ich Bock drauf hätte. Eine Deko-Rüstung tue ich mir jetzt nicht an. Ja, dann werde ich jetzt hier einmal abspeichern. Und dann mache ich hier auch für heute erstmal Feierabend. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen. Wenn ja, lasst ein Abo und ein Like da und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!